Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventures Mystery Escape, The Scribble Tale. Scribble Tale? Oh, ein Greifer. Oh, ein Hammer. Und bin wieder zurück. Hallo. Also das ist der Greif, der den Drachen stört. Was stellen wir jetzt damit an? Der Drache hat uns gebeten, ihn die Federn zu rupfen. Vielleicht können wir ihn ja auch irgendwie verscheuchen. Hallo? Vielleicht kann ich diesen Greifen irgendwo etwas verscheuchen. Mit einem Hammer? Mal auf den Kopf. Können wir wieder zurück? Achso, okay. Also wir haben jetzt erstmal hier. Den haben wir erstmal so. Ein Horn. Ach, das sind Pilze. Ich wollte gerade sagen, das. Schwarzpulver, Feuerzeug. Oh, ich ahne Schlimmes. Boom. Ein Ei. Weißt du, rückblickend war das vielleicht ein wenig übertrieben, das Nest des Greifs anzuzünden. Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass das Ding so schnell Feuer fängt. Die beiden sind so Hohlbratzen, nur. Vielleicht hätte ich auch einfach mit dem Schwert herumfuchteln können, aber hey, wir haben es immerhin geschafft, ihn zu verjagen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn wir sein Ei hier sich selbst überlassen. Bringen wir es zum Drachen. Okay, haben wir hier irgendetwas noch übersehen? Irgendetwas, das leuchtet vielleicht? Nein, das scheint nicht. Hier, guck mal. Was soll ich mit dem Ei anfangen? Naja, das hat den Greif zurückgelassen. Wirklich? Das überrascht mich, dass er sein Ei zurücklässt. Naja, er ist fluchtartig davon geflattert, nachdem wir sein Nest angezündet hatten. Ihr habt sein Nest angezündet? Ja, wir dachten, etwas hättest du gemeint, als du gesagt hast, wir sollten ihn in die Federn rupfen. Ich wollte nur, dass sie ihm ein, zwei Federn auszupft, um ihn zu ärgern. Es war nie die Rede davon, sein Heim abzufackeln. Das hättest du schon etwas spezifischer formulieren müssen. Nun, immerhin ist er vorerst verschwunden. Es passt dann einfach auf sein Ei auf, bis er wieder zurückkehrt. Okay, ich schätze, ihr zwei habt alles erledigt, was ich von euch verlangt habe. Der Altar befindet sich auf der Terrasse. Ihr braucht den Edelstein, den ihr vorhin gefunden habt, um ihr erscheinen zu lassen. Ich bin jetzt müde. Hinfort. Okay. Oh, wow. Was für ein Bild da oben. Der Drache hat gesagt, der Altee. Der Altee. Altee. Wir haben einen Tee vielleicht. Der Drache hat gesagt, der Altar sollte hier oben sein. Schauen wir uns um. Ja, wir haben hier ein paar Steinchen. Seht ihr diese Grube an? Glaubst du, der Altar ist dort unten? Ich weiß es nicht. Sei vorsichtig, sonst fällst du noch in das Loch hinein. Kedrick, pass auf. Ups, hey, ich glaube, ich kann mit meiner eigenen Kraft nicht einschätzen. Erst recht nach diesem Zaubertrank. Es ist kaputt. Ohne Fackel. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Was ist das? Das sieht ein bisschen nach einem Brunnen aus, aber hier sind eben solche Feuerschalen wie auf der Terrasse. Ich will sie brennen sehen. Ja, wer möchte das nicht? Aber wir haben kein Feuer. Okay, das geht auch nicht. Oh, hier hinten. Oh, wie hübsch. Oh. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Oh. Das ist ja hübsch. Oh, schön. Es ist wunderschön. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Was? Brunnen ist Wasser los? Die Steine sind so eingemeißelt. Was glaubst du, könnten sie bedeuten? Ich glaube, wir müssen die Symbole in die richtigen Reihenfolge drücken. Oh, oh nö. Aber wo fängt man an? Mond, Wolken, Feuer, Sterne. Mond, Wolken, Feuer, Sterne.
Mond, Wolken, Feuer, Sterne, Berge, Sonne, Wind. Berge, Sonne, Wind. Okay, falsche Reihe. Versuchen wir es nochmal. Also, Wind, Sonne, Berge, Sterne. Wind, Sonne, Berge, Sterne. Wind, Sonne, Berge, Sterne. Feuer, Wolken, Mond. Feuer, Wolken, Mond. Ja, richtig. Oh, ein Kristall. Was zum Hacker? Passt nicht. Dieser Edelstein hat nicht die richtige Form. Achso. Ah. Du da rein? Oh ja. Oh ja. Pfeifei. Entzündete Fackel. Den hier. Und den hier. Toll, wir haben einen Altar angezündet. Okay, ich habe auch keine Ahnung, was wir hier mit diesem ollen Netz machen sollen. Können wir, das Wasser fließt durch die Magie. Können wir irgendwas machen? An den Sockel stand einst irgendein Gegenstand. Irgendein Gegenstand? Oh, warte. Mit dem Netz können wir vielleicht das hier rausholen. Ein Drachenkopf. Natürlich. Und den Drachenkopf irgendwo hinstellen. Er hat Leuchteaugen. Okay. Ich hätte darauf wetten können, dass das der Altar ist, aber es ist nur eine weitere Falle. Was denkst du darüber? Diese großen Steinringe lassen sich drehen. Versuchen wir mit den Ringen einen Weg zwischen den beiden leuchtenden Edelsteinen auf der linken Seite zu bilden. Ja, hat sich nur. Ach, da unten müssen wir hin. Okay, probieren wir das mal so. Vielleicht müssen wir einen anderen nehmen. Ne, das wird wohl nicht gehen, würde ich sagen. Der ist, glaube ich, zu lang dafür. Der ist zu kurz. Vielleicht müssen wir einfach die andere Seite nehmen. Vielleicht ist es das ja. So. Hi. Ah, ich bin gerade noch am Aufnehmen, bin aber gleich fertig. Ja, alles gut. So. Nee. Der hier? Den lang haben wir aber auch nicht. That's alright. Kann man das ja auch noch irgendwie? Ach so, der leuchtet, also müssen wir den wahrscheinlich zuerst machen. Ja, vielleicht sollte man noch besser aufpassen. Ja, aber das ist alles so ein bisschen verschoben hier, habe ich das Gefühl. Okay, hat er angemacht. Okay, jetzt leuchtet einer blau. Schön, jetzt leuchtet der. Sind wir schon fertig? Sieht aus, als müssten wir einen neuen Weg auf diesen Edelstein. Was? Wir einen neuen Weg auf diesen Edelstein bilden, die gerade aufgeleuchtet sind. Ah ja. Der hier war das, glaube ich, ne? Der hier. Jetzt brauchen wir den kleinen. Ah ne, das. Warte mal, dann ist das ja wieder falsche.
Dann brauchen wir vielleicht den langen. Ist der lange zu lang? Ne, der lange ist nicht zu lang. Vielleicht ein bisschen verschoben, aber. Yay! Wir haben den Eiter gefunden. Okay. Ah, toll, der ist kaputt. Und das ist ein Rätsel. Das ist der Altar. Komm gleich wieder. Jupp, hatte ich doch recht. Ja. Warum fährst du den einfach an? Was stimmt denn nicht mit dir? Der Altar ist erledigt. Bleibt noch zwei. Wohin geht es als nächstes? Ich denke, wir machen uns auf zu den Ruinen von Rekursia. Zu Fuß sollten wir ein paar Tage dort sein. Nun, worauf warten wir noch? Auf geht's! Oh nein, das war's ja schon. Ja, dann ist die Folge eben halt nur 11 Minuten lang, würde ich sagen. Setzen wir gleich mal den Schlüssel ein. Bei Misa ist er sowieso gerade da. Denn So, ich bin wieder dann ist dran. das eben halt nur 11 Minuten lang. Denn nein, nicht weitermachen, abbrechen. Was? Ja, Kapitel ist zu Ende. Ach so. So, ihr Lieben, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.